Wenn du jetzt an den bisherigen Erläuterungen und kleinen Beispielen vielleicht schon einen kleinen Eindruck davon hast, wohin ich im Bereich des Anwendungstrainings gerne möchte, dann ist dir aufgefallen, dass bereits mehrfach der Begriff der situativen Merkmale gefallen ist. Und wir müssen uns jetzt einfach mal so ein bisschen Gedanken machen, welche situativen Merkmale gibt es denn überhaupt? Denn die haben ja einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Wenn-Dann-Bevor-Beziehungen. Und das versuchen wir jetzt einfach mal in dem Rahmen einer kleinen Diskussion und auch im Rahmen einer Aufgabe, die jetzt gleich folgen wird, dann nochmal zu ergründen und auch zusammenzutragen. Und wir werden dazu einfach mal jede der sechs Grundtechniken nehmen und uns da mal überlegen, wie müsste da eine Wenn-Dann-Bevor-Beziehung ausgeprägt sein. Und das kann ich mal an so ein paar Beispielen exemplarisch so ein bisschen zeigen. Grundsätzlich ist es so, dass für jede Aktion, also für jede der Grundtechniken, die wir erst einmal unterscheiden, immer eine, ja, die direkt vorausgehende Situation, die vorausgehende Handlung eigentlich entscheidend ist für das Anwendungstraining. Und jetzt weißt du, dass jeder Ballwechsel mit einem Aufschlag beginnt und da gibt es nichts, was davor kommt, außer vielleicht nach dem Pfiff des Schiedsrichters. Aber Aufschlag ist die einzige Technik, die ich jetzt ohne großen Druck, insbesondere ohne gegnerischen Druck hier ausüben kann. Da bin ich als Aufschläger ganz auf mich allein gestellt und habe ja immerhin noch 8 Sekunden Zeit. Bei keiner anderen Handlung habe ich so viel Zeit wie beim Aufschlag. Also von daher ist das relativ gemütlich im Verhältnis zu allem anderen. Aber daraus folgt auch, im Bereich des Aufschlags ist kein sinnvolles Anwendungstraining möglich. Das Anwendungstraining beginnt eigentlich erst mit der Annahme. So, und wenn wir jetzt also hier die Annahme mal haben und uns in diese Situation mal reinversetzen, wir stehen, unsere Spieler stehen in der Annahme und erwarten praktisch den Aufschlag, dann muss man sich einfach überlegen, gibt es jetzt Dinge, die ich am Aufschläger erkennen kann, die mich ja in die Lage versetzen, also situative Merkmale beschreiben zu können, sodass ich rausfinden kann, was für ein Aufschlag kommt überhaupt? Ein Sprungaufschlag, ein Tennisaufschlag, ein Flatteraufschlag, ein Aufschlag von oben, Aufschlag von unten. Ja, was für Merkmale gibt es dort? In welche Richtung wird aufgeschlagen? Vielleicht sogar in welcher Länge erfolgt der Aufschlag? Wird das ein kurzer Ball? Wird das ein langer Ball nach links, ein kurzer Ball nach rechts? Wenn ich diese Informationen schon irgendwie vorher bekommen kann, also vor dem Aufschlag, dann habe ich hier etwas gewonnen, nämlich einen zeitlichen Vorteil gewonnen. Und das müssten wir zusammenbauen, wenn ich ein bestimmtes Merkmal erkennen kann, ja, dass ich dann weiß, da wird der Aufschlag in dieser und jener Form ausgeführt werden. Dann kann ich etwas tun, nämlich mich vielleicht schon da oder dahin bewegen, noch bevor der Aufschlag tatsächlich erfolgt. Und das versuchen wir mal rauszufinden. Wenn du jetzt schon weißt, ja, was hier alles zum Tragen kommt, dann kannst du schon eine Lektion weiterblicken und da die Aufgabenstellung dir durchlesen. Und diese Wenn-Dann-Bevor-Beziehungen, die wollen wir mal sammeln in einem Forum und wollen uns da mal Gedanken drüber machen. Was kann man da schon in die Zukunft blicken lassen? Was kann man sehen? Und wir versuchen das einfach mal zusammenzutragen. Das geht genauso für alle anderen Techniken. Also Zuspiel haben wir noch, Angriff haben wir noch, den Block haben wir noch und die Abwehr haben wir noch. Ich habe da so ein paar Begrifflichkeiten, ein paar Dinge immer schon zusammengetragen hier in dieser Lektion. Schau es dir mal in Ruhe an und dann mach mit bei der Aufgabe, die jetzt also gleich in der nächsten Lektion dazu kommt.